Ah, das macht nichts. Weil hier geht's auch noch um. Wo? Ah, da. Oh nein, ein Exchange-Infiltrator. Komm her. Ah, guck mal, hier ist ein Exchange-Infiltrator. Hey, hallöchen. Dankeschön. Wir leihen uns das mal. Stufe 52. GZ. Das ist nice. Bamu, oh, warte auf uns! Was für ein Tutorial kriegst du denn jetzt? Flashpoint, das interessiert mich nicht. Wo ist da. Bamu, warte auf uns! Oh, hier oben ist der erste Punkt. Sagt er und rannt weiter. Dankeschön! Ja, ich will gucken, wie ich an das Holocron komme. Das können wir schon nicht mehr interagieren. Wieso um alles in der Welt? Ah, der hat auch mal für mich gezählt jetzt. Natürlich wird es angegriffen. Ist das Datacron, ich sehe. Ich sehe aber keinen unmittelbaren Weg, wenn man auf die Felsen da oben hoch drauf kommt. Oder auf das Dach. 5 Marker, sehr. Ja, genau, du kommst halt nicht mehr auf die Felsen drauf. Warte. Ja, spring halt überhaupt nicht, Spiel. Ist in Ordnung. Nein, zu lang. Nein, warte. Wieso haust du grundlos irgendwelche Leute zusammen, Luft? Nein, der hat mich angegriffen. Die greifen dich nicht ohne Grund an. Doch, er hat mich angegriffen. Oh nein. Ich habe das nichts gemacht. Der hat mich einfach angegriffen, der Dude. Sehe keinen unmittelbaren Weg da hoch. Also von den Dächern aus gibt es auch keinen Punkt, wo du da hochspringen kannst. Irgendwie musst du da raufkommen. Ja. Aber ich sehe den Weg dafür jetzt gerade wirklich. Weil vor allem Wegfindung auf diesem Spiel immer so ein Problem ist. Oh, hier ist noch so ein Kommunikator. Oh. Wartet auf mich. Ich bin jetzt gerade den ganzen Weg entlang gegangen, um zu schauen, ob man irgendwo hochkommt. Ich habe auf das gewartet, Du hast schon wieder angefasst, weißt du? Na. Kartellmarkt. Oh ja, gut, ich habe nicht mehr so viele Münzen. Was ist jetzt, wo du sie alle für Frisuren rausgeworfen hast? Ich habe alles für mein Kleidungsteil ausgegeben. Und für meine Frisuren, aber zuerst für mein Kleidungsteil. Das hat mir 1000 gekostet. Das nervt mich jetzt ganz ein bisschen. Ja, aber ich sehe keinen Weg da auch gerade. Und ich denke nicht, dass wir uns daran festschießen sollten, jetzt versuchen, einen Weg hochzufinden, der wahrscheinlich zu offensichtlich ist, dass wir ihn sehen könnten. Ja, Datacron sind aber echt gut. Wir sollten jetzt erstmal nicht runter zum Raumhafen gehen, den Kommunikator benutzen und dann wieder hochrennen. Na, wenn wir schon mal hier sind, können wir einfach so arbeiten. Moment, ich glaube, ich sehe den Weg. Hm? Wenn es einen Weg gibt, da hochzukommen, dann weiß ich, wo wir lang müssen. Ah, ne. Kommt man irgendwie das Gebäude rein und dann da hoch? Seid ihr bereit? Warte, nein. Ich bin hier. Lass doch sehen, ob wir da sind oder nicht. Du weißt, dass ich nicht auf die Karte achte. Das ist... nicht mein Problem eigentlich. Doch. Dann musst du aufhören zu sagen, dass wir jetzt da hingehen und dann trotzdem andere Dinge machen. Ich versuche nur, dich zufriedenzustellen, indem ich den Weg da hochfinde. Und jetzt gieß mir eben Kaffee ein.
Na, die Türen sind sowieso zu, das heißt, es gäbe sowieso keinen Weg da hoch. Bärmo, hast du daran gedacht, einen EP-Boost auszurüsten? Wieso einen EP-Boost? Warum nicht? Weil man es benutzen kann und es was bringt. Warum soll ich EP boosten, wenn ich schon die maximale an doppelte EP kriege? Das okay. Nennt man Verschwendung. Ach was. Von ich glaub, Ressourcen. Ich bin mir sicher, ob die nicht tatsächlich doch stacken. Mhm. Kannst du es mehr benutzen? Von 5. Also das werden wir neu, dass es stacken. Sicherheitshalber, die Dinger wird man nicht mehr brauchen, sobald wir voll aufgestiegen sind, also kann man die auch benutzen. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Was? Die EP-Boosts, von denen du gerade geredet hast. Hast du jemals noch einen ausgerüstet oder wen? Ja, ich habe noch meinen drauf. Okay, weil meiner war ausgelaufen. Noch vom letzten Mal. Wir haben ja doppelt EP und Bermo ist an sich die stacken nicht mit doppelt EP oben drauf. Und er könnte wahrscheinlich sogar recht haben, aber ich habe keine Ahnung und ich benutze den einfach trotzdem. Kann nicht mit allgemeinen Erfahrungsstreamen kombiniert werden. Und damit hast du deine Antwort. Ich nehme sie trotzdem weg. Warum zur Hölle auch nicht? So. Benutzt die Kommunikationsstation und beschafft die mossile Angriffspläne. Okay. Warte mal, ich hab da irgendwo noch so ein. Hä? Achso, Upper-Geräte noch anbringen. Okay, passt, alles gut. Ich glaube, ich weiß den Weg, wie man da hochkommt, Bermo. Also entweder bin ich blöd oder ich höre hier noch einen Datacron. Bermo, ich glaube, ich weiß, wie man da hochkommt. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ey! Nein! Nein! Auch Spielmist. Ich geh das besser zu Fuß als mit Reittier, aber komm ich ja wohl hoch. Jeet. Ja, in den meisten Fällen musst du die Sachen ohne Reittier machen. So, ab hier wird's glaube ich interessant. Die Brücke da hinten bringt herzlich wenig, da kann man leicht hoch auf den Teppich. Lego Schweine! Gibt's doch nicht. Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen wir nicht wieder hoch. Warte. Ich glaube, wir müssen über den nächsten Teppich gehen stattdessen. Weil da kommt man nicht nie im Leben hoch. Vom Satelliten. Upsala. Meinst du, kommen wir auf den Satelliten hoch? Ich weiß nicht, man kann es ja ausprobieren. Warum klettern wir hier überhaupt nochmal runter? Oh, okay. Wegen so eines Datacons, das du Werbo gehört hast. Nice. Was da offensichtlich oben rumfliegt. Ich bezweifle, dass das hier der Weg ist, Bruder. Ach was? Okay, wenn wir da lang geht. Die Türen sind halt alle da hinten verschlossen. Das ist der einzige Weg darüber, ist über den Teppich. Über den Teppich? Den da hinten? Ich habe keine Ahnung, wie wir auf diesen großen roten Teppich hochkommen. Wir müssen über das Stahlseil rüber balancieren. Ja, vielleicht von, wenn man da hinten. Auf das andere Dach kommen wir, glaube ich, nicht hoch, wenn wir von hier aus weitergehen, oder? Warte, wenn man hier lang geht, dann kommt man da drauf. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir auch gar nicht. Da ist eine Tür, nee, das, oder? Also wenn wir hier runtergehen, kommen wir von hier aus gar nicht mehr hoch. Schau trotzdem mal. Okay, goodbye. Was tust du denn hier? Versuch da hochzukommen. Okay. Um auf die andere Seite zu geraten. Alter, wie klein der ist. Kommst du da durch? Gibt es da so eine Tür? Das war da. Mein ursprünglicher Gedanke, dass diese Türme Türen hätten, aber die haben die nicht. Nee. Da, die Wand gegenüber von dir. Ist da ein Durchgang? Das ist ein Fenster. Die Wand. Die Wand? Andere Seite, das andere Gebäude. Du meinst da in diese Richtung? Genau, ist da ein Durchgang?
Wo um alles, da wird so ein Durchgang sein. Es gibt nicht mal eine Verbindung. Das ist Tür-shaped, okay? Es gibt nicht mal eine Verbindung. Ja, aber vielleicht guck mal von dem Dach auf ein anderes Dach. Ich habe eine Idee, aber nie im Leben. Nie im Leben funktioniert das. Wenn ich das mache, breche ich mir das Genick und komme von da aus nicht weiter. Ist egal, versuch. Nee, warte. Andere Idee. Das hier sieht warum realistisch aus. Ah. Noch kein Garant. Oh Gott, das wird immer beschissener hier. Warum machen wir Parkour? Du bist runtergefallen. Ja, aber es könnte funktionieren. Von da aus geht's nämlich weiter auf die Brücke hoch. Was? Okay. Hast du schon nicht zugehört, Bermo? Ich habe komische Dinge gehört von euch. Wir haben möglicherweise den Weg zu deinem Datacron gefunden. Geh doch. Ach du Assi, Alter, geh doch da rauf. Ah, jetzt. So. Nein, oh Gott. Lass mich. Und hopp. Und hopp. Oh, ich glaube, es war einfach runter. Genau, diese komischen Stahlträger. Okay. Hopp. Nein! Ist mir runtergefallen. Jeez. Okay, wo kommt man? Luft, du darfst nochmal zurücklaufen und den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, ich weiß, es muss nur den Weg. Du läufst in die falsche Richtung. Das ist die richtige Richtung. Ihr müsst mir erst sagen, ob ich in die richtige Richtung gehe oder nicht. Nein, ich hab dir gerade gesagt, du läufst in die falsche Richtung. Deswegen hab ich die Richtung gewechselt. Du musst zu dem großen dreieckigen Teppich gehen. Ja, es sagt mir nichts. Luft. Die Richtung wechseln heißt nicht, dass du einen anderen Weg. Ist das jetzt die richtige Richtung? Leute? Wo? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Wo ich bin? Ja, das ist jetzt die richtige Richtung. Okay. Wenn ich die Richtung wechsle. Du musst echt anfangen, Karten lesen zu können. Ja, aber es wechselt die Richtung, weil du sagst, wenn er fällt eine Richtung, dann bin ich immer noch in der falschen Richtung. Da. Ja, genau. Na, geh doch drauf. Ich hasse diese Stahlträger übrigens. Ich bin zum zweiten Mal darunter gefallen. Ja, das kriegen wir schon hin. Wow. Hast du schon erwähnt, dass ich Tatooine hasse? Ja, so ein, zwei. Oh. Okay. An diesem Argument kommt nie was Gutes. Easy! Nein! Stahlträger? Stahlträger, nenn ich an. Ich war auf den Stahlträgern, wollte gerade auf diese Röhre springen und dann sagt das Spiel so: Spring? Nö. Sprünge gefit. Dieses Spiel ist auch explizit scheiße für Jump'n'Run-Aktionen gemacht. Ja. Das sollen wir auch alles machen, aber egal. Du willst so diesen einen Schritt machen. Das soll jetzt. Okay. Nein, ich hab gesagt, spring. Drittes Mal über den Stahlträger hinweggesprungen. Du musst ein bisschen schräg springen. Ja. Dann kommst du genau auf die Stahlträger drauf. Aber weißt du, wenn diese scheiß Datacons nicht so unheimlich wichtig wären. Was tun die? Die geben allen deinen Charakteren, die du dann in Zukunft Bonus. Auf Präzisionswert oder Angriff oder Geschwindigkeit. Ah, okay, das nutzbare Band, verstehe. Ah. Deswegen bin ich so heiß auf diese Dinger. Ich verstehe. Weil sie Sinn machen. Ich hasse, wenn plötzlich eine nutzbare Band ist oder sowas. Das ist scheiße. Das ist so ein Ding, was wir auf Korriban eingesammelt haben. Ja. Och ja, spring halt nicht, ist in Ordnung, du Hurenkind, Alter. So. Nein, du sollst springen, du Bastard. Ich bin Epileptiker, ich bin zu dumm dafür. So, Reiter kann ich dafür ablegen. Alter! Hey, so, die Arschlochröhre, wo du... Alter! Bevor ich auf die Arschlochröhre klettere. Davon? Ja, okay. Oh Gott!
Memo, ich will nichts sagen, aber guck mal, was nach der Brücke kommt. Nochmal Arschloch hören und dann dieser komische Pöpel. Hm. Ach, was denn? Boah. Scheiße. Boah. Nein! Tschüss, Memo! Hat er das Springen wieder nicht angenommen? Ich rast aus! Da könnte man schon wieder Hassnachrichten an die Entwickler schreiben. Ach, spring doch! Nein! Ich hab zu wenig nachkorrigiert! Nein! Ich hab grad eine wunderbare Idee bekommen. Stellt euch vor, ein riesengroßer Kreis, eine riesengroße Kugel, ungefähr mondgroß. Da drin ist so ein planetenzerstörendes Ding. So eine planetenzerstörende Taschenlampe. Einfach zusammensetzen und richten auf Tatooine. Anstatt auf Alderaan, meinst du? Ja, genau. Boah. Ich glaube, hätten die Tatooine gesprengt, hätte die Rebellion einfach gesagt, vielleicht ist das Imperium doch gar nicht so schlecht. Ja? Frieden der Galaxis. Boah, ich weiß, was meinst du, was das für eine Kevlei gegeben hätte? Auf dem Todesstern. Quinn, beweg deinen Arsch da weg, du! Ja, genau. Jetzt steht doch noch Quinn im Weg. Ja. Oh nein, warum? Oh, Quinn! Ich hasse das Spiel! Das ist meine Kiste! Geh weg von der Kiste, Quinn! Ich hasse das Spiel. Vielleicht von hier? Gut. Ich hasse das, wenn er das Springen nicht annimmt, ne? Ich hasse das, wenn ich noch kurz einen Zitteranfall bekomme, nachdem ich da oben stehe und dann mich einfach selbst da runterjiete. Nein, du sollst springen, du Bastard, und nicht runterfallen. Ich bin Epileptiker, ich falle jetzt runter. Mein Kuss, Jump and Rob. Vergesst den Anfang des Satzes. Vergesst es. Weißt du, das sind so richtige legasthenische Spastiken, die du kriegst. Du springst. Oh, ich falle. Schwerkraft macht. Hui. Ja, genau. Ja, genau. Back dich an der Alpha-Wand fest. Ja, genau. Ja, genau. Was ist das denn für ein Arschloch-Move jetzt gewesen? Na gut. Okay, nichts habe ich verloren, aber trotzdem. Mein Blinden ist aus Gummi. Warte, ich gehe wieder in die falsche Rüstung. Falsches Gebäude, musst du mir nochmal drauf. Och, so ist verlaufen. Ich habe es um das Gebäude rum bewegt, weißt du? Weißt du, wie uns das einfach schon überhaupt nicht mehr komisch vorkommt, dass die sich verläuft, ne? Warte, welches Gebäude war das jetzt nochmal? Welches Gebäude war was? Wo wir drauf waren. Ah, Heimhefen. Okay, ich glaube, es ist mit einer richtigen Schuhe. Ja. So. Da drauf. Hallo Eisen! Hallo Bermo. Nein, fall nicht runter! Ja! Hey Eisenmann! Nein! Tschüss Bermo! Alter, du Missgeburt von einem Spiel! Oh. Nein, komm schon! Das Spiel ist eigentlich diese scheiß Sprungfunktion nicht immer annimmt. Die Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn man im Sprung ist, die Finger von der Tastatur nehmen. Ansonsten macht das Spiel Dinge. Ich würde eher sagen, von der Maus lassen, aber... Auch. Aber weißt du, wenn das Spiel mal... Datacron, ich hol mir deinen Arsch! Weißt du, wenn das Spiel mal sagen würde, dass es springt in wichtigen Situationen, dann... Dieses verbessert das Beherrschungsattribut. Ja, siehst du? Wenn man das einmal benutzt wird, könnte ich mehr zuhören. Beherrschung plus 3. Oh nein! Oh nein! Oh. So, du Hurensohn. Jetzt. Was? Ja. Was meint ihr? Sollten wir Kokosoko anmachen? Nein.
Was? Ich verstehe gar nicht warum. Ja genau, nimm spring nicht an, du Missgeburt. Nächstes Langzeit-Let's Play sind Minecraft Jump'n'Runs, habe ich gehört. Was? Nächstes Langzeit-Let's Play sind dann Minecraft Jump'n'Runs, habe ich gehört. VR. VR Jump'n'Runs. Heilige, oh, das wäre brutal. VR Minecraft Jump'n'Runs. Warum bin ich jetzt von Natur aus gesehen einfach wieder hier? Weißt du was ich? Ja, genau. Okay, das Spiel ist in Ordnung. Nimm das Springen mal wieder nicht an. Es ist ja nicht wichtig. Also es gibt irgendwo Ecken. Luft, wo zur Hölle bist du? Oder ja, ich habe versucht, dachte vielleicht komme ich auf ein anderes. Nein, Luft, das hier ist wirklich der einzige Weg, der funktioniert und der ist wirklich gar nicht mal so schwierig. Wir sind einfach nur dumm. Müssen wir das so machen? Ja. Ja, man muss das so machen. Das ist der einzige Weg, der funktioniert. Das macht man mit Absicht so. Was von den Entwicklern geplant? Luft, wenn du jetzt wirst feststellen, dass alle Sachen genauso aufgestellt sind, dass sie ganz genau passen. Ist es wirklich so geplant? Wahrscheinlich. Sicher? Ja. Ja. Seid ihr sicher? Ziemlich. Luft, ja. Das ist nicht so einfach wie auf Korriban, dass du einmal um die Ecke rennst und siehst einen Datagrund. Fliegt Bärmo bei dir auch gerade permanent durch die Existenz? Ja. Ich dachte, das wäre bei euch allen so. Ach so. Abgefuckter Motherfucker. Dude! Lauf doch einfach! Dann hier so. Na komm, sag ich. Dann hier so. Dann nein, hier so. Warum? So, Luft, jetzt dieser Trick. Ja. Du musst so diagonal. Nein! Ich bin auch da. Geh mal zur Seite. Nicht nach vorne. Zur Seite. Alter, spring! Mann! Aber nicht. Warum spring? Geh mal zur Seite. Alles klar. Ein Schritt nach vorne. Jeet. Nein, ich wollte springen, aber der hat wieder die Sprungtaste nicht akzeptiert. Ihr Scheiß. Oh Gott, wir werden niemals mit Tettin runterkommen. Ja, wir sitzen da zwei Stunden. Was ist das für ein scheiß Planet? Alten, wir sitzen jetzt hier 3 Stunden und holen uns dieses Datacron. Okay. Beste Aufnahme ever. Okay, der hat echt teilweise so Ecken im Game, wo der das Springen einfach nicht annimmt. Ja. Das ist so, wenn du auf der Kante, wo jeder normale Mensch doch springen könnte, da sagt er so, ne. Das geht nicht mehr. Wir sind aber auch inkompetente Abschnitte, seine Arme nicht benutzen kann. Wenn ich... Nein! Tschüss, Bärmo! Du Hurensohn! Ah ne, du Hurentochter, so rum. Bäh! So rum, um Bus zu winken. Okay, das hat aber das Springen auch nicht angenommen. Das ist so nervtötend, ne? Besonders, das macht er einfach knallhart jedes Mal. Hey, da ist eine wichtige Stelle. Jetzt musst du. Nö. Im Zweifel ein bisschen Anlauf schadet nicht. Also im Standspringen funktioniert offenbar gar nicht in diesem Spiel. Nein, aus dem Stand funktioniert das auch nicht, aber Anlauf bringt auch nichts. Weil du musst nur irgendeine komische Ecke haben im Spiel. Ja, das Terrain von so einem Spiel ist so unfassbar klobig, dass man wirklich an jedem Schwachsinn hängen bleibt. Dabei ist das Spiel. Wie lange schon draußen? Lang genug. Vielleicht liegt es ganz genau daran, Bärmo, dass das Terrain so klobig ist. Luft, du kommst da nicht hoch, vergiss das. Ich bin der Meister vom Festbacken. Du backst dich. Ich bin in einem fucking Baum festgebacken. Ich krieg das hin. Ich bin fast durch. Guck mal, Bärmo ist hinter der Brücke. Ich kriege das hin. Aha. Was? Nein! Luft? Motherfucker! Luft, bist du gerade wirklich vom Spiel weg? Natürlich! Sie hat sich festgebacken und wurde zurückgesetzt. Gute Arbeit, Luft. Nein. Ich war oben. Das Spiel hat das offensichtlich anders gesehen. Also hey, die erste Stunde ist rum und wir haben noch nichts Effektives getan. Ist mir scheißegal. Das ist eine sehr gute Ausnahme. Es durfte jemand... Gott, ist mir scheißegal. Luft, komm rüber. Du folgst mir jetzt. Ich kriege das hin.
Auch wenn es mir mein Leben kostet. Luft, du wirst da festgewackt und wirst wieder zurückgesetzt. Komm rüber. Ich krieg das hin. Lass mich versuchen. Nein. Doch. Ich hab... Oh cool, ich wurde geheilt. Ich weiß zwar nicht, von wem ich geheilt wurde, aber ich wurde geheilt. Was zum Teufel tust du? Luft, komm rüber. Hey, Bim, hast du das schon gekriegt? Was? Bim, hast du das? Halt die Fresse. Okay. Ich dachte, du würdest dich die Brücke aber entlang laufen. Ich laufe zum 8. Mal mittlerweile diese scheiß Brücke entlang. Und jedes Mal an der wichtigen Stelle, dann darf ich nicht springen. Luft, tanz an. Nein! Tanz an. Hör auf! Nein! Ich werde lachen, wenn ich das hier hinkriege, okay? Dann werde ich euch auslachen, weil ich das hinbekommen habe. Und wenn nicht, dann weine ich halt, aber egal. Gott! Ich schaffe das. Können wir den Gegner hier hinbrüllen? Damit sie sich an dem hochhieten könnte, ist noch was. Ja! Das ist der Kartellmarkt so anzubieten. Was war's? Okay, danke. Danke, imaginärer Quinn, der mich geheilt hat. Dankeschön. Say something. I believe if I can fly. I believe I can touch the fucking Dreck Sky. Was soll ich mit dem aktuellen für einen Ping? 48, ja, das ist ein guter Ping. Weißt du, es glaubt, es sollte den anderen Weg gehen. Ja, meinst du? Ja, so ein leises Gefühl. Glaubst du, aber was hast du was hinbekommen? Vielleicht nicht, dass du das andere in der Welt gebackt wurdest. Hey, Bärmann, wie ist die Lage? Nee, es wird direkt vor den Eingang hier gebackt. Aber ich hab es fast hinbekommen. Ich stand da schon. Komm hier rüber. Hör auf! Nein! Was du tust, ist destruktiv! Dir selbst gegenüber! Nein! Lass mich's! Oh Gott! Komm doch, nein! Nein! Ja genau, Helme. Gibt's irgendwelche coolen? Okay. Kann mir umklappen. Ich hasse, dass mir nicht dazwischen durchfällt. Aber ich brauch die Beherrschung, die ist wichtig. Sag mal, kann es sein, dass man hier überhaupt gar nicht drauf kann? Auf die Satellitenschüssel meinst du? Oder auf das Teil? Das hier. Okay, da kann man da offenbar gar nicht drauf. Auf was? Was? Was denn? Ja, auf das eine Seil, auf die Luft die ganze Zeit drauf bekommen wollte. Nein! Das ist einfach durchlässig. Alter. Es wird dieses Dark Condi bekommen. Das ist doch so schwierig. Hast du das hier Fiefs geschafft? Hast du das hier Fiefs geschafft in der. Ja, denke schon. Oder das hast weißt du jetzt teleportiert? Also, das macht schon einen Unterschied, wenn das Spiel mitmacht mit den Springen. Mit den Sprungmoves. Warte, da sind diese Röhre neben dir. Ja. Da drauf. Und dann von da aus auf die Brücke. Scheiß Witz! Ich liebe es, wenn ich einfach übertönt werde, wenn ich was sagen will. Du meinst, es macht einen Unterschied, wenn das Spiel mitspielt oder nicht? Genau. Das ist wahr. Du bist über die Röhre drüber gesprungen und in die Nische gefallen, nicht wahr, Luft? Ja! Oh nein! Ich hab das Gefühl, bei diesem Spiel muss man prinzipiell die längstmögliche Sprungstrecke einberechnen. Ja, leise. Damit man die Maximalhöhe erreicht. Sag nichts mehr. Oder du musst einfach nur den richtigen Winkel erwischen. Genau. Du musst den richtigen Winkel erwischen. Der richtige Winkel? Und das Spiel muss die Tastatur, der muss die, die Sprungtaste erlauben. Das ist ein Witz. So. Bist du dumm? Was? Vielleicht. Was hat neben getan? Ihr schafft das! Der richtige Winkel basiert halt darauf, dass man möglichst viel Fläche hinter seinem Landepunkt hat. Nein! Du Hurensohn! Da hat er wieder das Springen nicht angenommen. Ich kotze ins Essen, ey. Eine Ton! Was zum... Alter, wir haben's einfach schon wieder 7:30. Und wir haben nichts getan! Hey, das wird dann eine Datacron-Beschaffungsaufnahme. Oh Gott, nein. Ganz einfach. Okay, das machst du jetzt. Super, toll. Nein! Bist du jetzt schon raus?
Luft, was hast du getan? Ich bin hier runtergefallen. Spring auf das Dach hinter dir. Geht nicht. Es geht nicht. Eine Sekunde, ich komme zurückgejumpt komme. Nein. Die Antwort war nein. Ja. Jetzt komm jetzt mal raus. Was machst du denn jetzt? Was hast du jetzt getan? Okay. Nein. Ich bin hier unten runtergefallen. Das muss ich mir mal ansehen. Bam, bist du gestorben? Ja. Würdest du deinen Arsch mal hier runter bewegen und mich hochheben? Reitet der mir vorbei, Spasti? Wo bist du? Weg deinen Arsch wieder zurück. Ja, ich bin bei der Brücke runtergefallen, hinter der Brücke. Was habt ihr beide getan? Ja, der ist zurückgepackt. Also, Fallschaden. Herr Bärmann. Ah, endlich macht er sich mal nützlich. Ja, ich hatte keine Ahnung, wer von euch beiden wo festgebackt war. Ja gut, ich war nicht festgebackt. Ich war... Nein, da kommt es mir raus. Hä? Warum hab ich jetzt Quinn dabei? Warum hast du jetzt Quinn dabei? Okay. Hey, Quinn, Mann. Oh nee, ich hab erst keinen Bock mehr. Das macht erst keinen Bock, kein Spaß mehr. Wo bist du? Ich bin überwältigt. Bei der fucking Brücke! Moment, was? Über dieses rote Scheißteil, dann über die Brücke. Vor der Brücke. Da, du kannst das Wasser springen. Hinter dir. Nein, kann man das? Geht nicht! Ich lag schon da drin, ich bin da auch so rausgekommen. Ne, ich komme hier nicht raus. Du musst ein bisschen Anlauf. Du musst früher, nicht zu früh. Ja, ist genau okay. So. Ich lag raus? Einfach entlang des Randes laufen. Vor allem, wenn es anfängt, immer anfängt zu ruckeln, wenn es gerade da hier anfängt zu laufen. Mein Deutsch wird wieder schlimm. Nein! Du Assi, warum das spielen? Das können die Spieler doch nicht so geplant haben. Das ist tatsächlich ganz genau, wie sie es geplant haben. Nee, das akzeptiere ich nicht. Luft, dann schreib Hassnachrichten an die Entwickler. Glaub mir, das habe ich schon getan. Das ist ein Witz! Hey. Nee. Ruhig bleiben. Luf ist schon bereits im Eskalationsmodus drin. Aggressionsbewältigungstherapie. Schwierigkeitsgrad. Datacron. Das ist der neue Schwierigkeitsgrad. Okay, wir erhöhen die Schwierigkeit auf Datacron. Du setzt Wut ein. Oh nein! Weißt du, ich habe das Gefühl, ich höre wirklich, wie Tausende von Menschenleben auf einmal in Leuten Schrei aufgehen und dann verschweigen. Da kriegt Obi-Wan wieder eine Störung in der Macht. Dieser. Nein! Meister, von dem du die ganze Zeit erzählst. Du wirst ihn niemals leben sehen! Oh Gott! Der Meister wird so verdursten. Boah, ich bin wieder versucht, Alt plus F4 zu schreiben, ne? Alter! Als ich das letzte Mal runtergefallen bin bei den Stämmen, da waren meine Finger schon auf Alt F4. Und glaub mir, das war wirklich kurz davor, es zu drücken! Luf, setz Rage Quit ein. Es ist sehr effektiv. Wie wechselt man den Text schon anders allgemein? Willst du jetzt fragen, yo, wie macht man das beim Datacron? Ich bin lustig gewesen. Hallo Eisen! Hui! Hey, der Mann. Also, klappe die Dröfte und hey, da ist Luft! Was? Hallo. Es ist.
alle Jedi sich verweigern. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Boah, Bärmo hat es geschafft. Aber jetzt kann nichts mehr schief gehen, Bärmo. Und wenn es mir mein Leben kostet. Ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. So, wo ist dieses Hurending? Einfach wieder über die Dächer. Ja, warte, warte, warte. Ich muss das machen. Ah, da runter. Komm her. Es ist noch kein Vorne-Wäschstall. Es ist noch kein Vorne-Wäschstall. Du Sohn einer räudigen Hündin. Komm hier. Aber... Es ist direkt hinter vorne, Wester. Bermudus, du hast jetzt von meinem mentalen Zusammenbruch beim vorne Wester im Tutorial gehört, oder? Du hast nur davon erzählt. Okay. Na, gucken, ob es sich wiederholen wird. Lass mal nicht. Lass mal nichts tun. Komm schon, du schaffst das. You spin me right round, baby. Shut up. Right round. Du hast uns das Rest zu singen in diesem Moment. Oh, das kann nicht so nie so geplant sein. Das. Nee, das akzeptiere ich nicht. Nein. Der Weg ist ganz genauso aufgebaut. So. Seid ihr sicher? Ja. Ja. Seid ihr sicher? Ja. Okay, mal schauen, ob ich das schaffe. Seid ihr ganz sicher? Ja. Okay. Sobald in der Luft bist, die W-Taste loslassen. Warum hast du mir das gesagt? Das ist komplett falsch gewesen. Und jetzt habe ich es festgepackt! Da klebt sie da unten in der Fahne. Ach, da unten ist er. Hätte sie W-Taste weiter bedrückt, wäre es. Nee, das kann nicht so geplant sein. Falsche Richtung schon wieder! Danke. Daneben, wie geht's da oben? Ich bin runtergesprungen. Nee, bei mir warst du noch für 15 Sekunden auf diesem scheiß Boden. Ja, das ist immer ganz besonders lustig bei euch, wenn ich sehe, wie ihr die Hälfte eures Lebens verschwindet, aber ihr noch oben steht. Immer so, das könnte ich in die Zukunft schauen. You spin me right. Ich darf das, shut up.